Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fountain of Youth. Ich bin hier irgendwo, nein, wir sind hier irgendwo auf einer Insel. Da wimmelt es auf jeden Fall voller Kaimanen. Zwei haben wir schon erledigt. Ich bin hier erstmal auf den Baum geflüchtet, weil wir nicht mehr so viel Leben haben. Ich war gerade am gucken, wie wir das ein bisschen ändern können. Auf unserer Karte ist auf jeden Fall hier ein Schlafplatz. Aber, Kondor, das geht noch, sonst scheinen da keine Viecher zu sein und überall Schwefel vorkommen. Ich versuche mal da hinzukommen und eventuell da auch irgendwie schlafen zu können, aber ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Wenn nicht, dann müssen wir leider Gottes nochmal Wasser des Lebens nehmen, was ich jetzt eigentlich nicht so wollte. Und zu essen haben wir leider im Moment nur rohe Sachen mit. Das Einzige, was wir könnten, ist ein bisschen Wasser trinken. Und entweder oder, ne? Mehr können wir sowieso nicht machen. Entweder gehen wir kaputt oder wir gehen nicht kaputt. Das sind mal so zwei, Aussagen, die wir so treffen müssen. Ich will mal da vorne hin. Stein. Immer diese Stacheldinger im Weg, ey. Au! Ach, das ist der Weg, den wir geben konnten. Okay. Viele Steine gibt's hier. Gib mir doch einfach den Bogen. Oder ist der kaputt? Der ist kaputt. Oh nee, müssen wir unseren Bogen wieder haben. Na gut, dann müssen wir die 1 nehmen. Hier überlegen die Steine rum. Na, das ist auch wie so eine Art Wegweiser. Laufen wir da einfach mal nach. So wie bei Hänsel und Gretel, die Brotkrumen. Hier geht's hoch. Okay. Ja, und ich denke, dass wir da jetzt nicht weiterkommen werden. Das sind die Kondore. Hier ist ein Rohr. Ja. Und Schaden durch Schwefelgas. Okay. Also müssen wir da irgendwas für haben, sonst kommen wir dann nicht durch. Die wir drum rumlaufen. Können wir auch nicht. Ja, ich bin ja schon weg. Ich bin irgendwo hingerutscht, wo ich nicht hin wollte. Da kommen wir nirgendwo. Da kommen wir nirgendwo hin. Also müssen wir erstmal gucken, wie wir da hinkommen.
Wow, so sieht die Fläche von oben aus. Aber da kommen wir nirgendswo hin. Nirgends. Die ganze, das ist alles verseucht. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Sieht irgendwie interessant aus. Aber es nützt uns nichts. Das nützt uns nichts. Wir werden erstmal von dieser Insel verschwinden müssen. Und überlegen, was wir weitermachen. Also, hier waren ja noch zwei andere Inseln, die wir noch untersuchen müssen. Gehen wir erstmal dahin, würde ich mal vorschlagen. Aber hier können wir gar nichts machen im Moment. Außer wieder zu gehen und nicht in diesen Schwefelzeug zu kommen. Das würde ja nichts bringen. Das heißt, wir müssen uns wieder durch diesen netten Dschungel da unten schlören. Zu unserem Schiff zurück. Das mit so wenig Leben. Nee, das ist mir zu gefährlich. Das mache ich nicht. Ja, jetzt ist es mir besser. Autsch. Siehst du, da wären wir jetzt schon platt gewesen. Ist ja auch gruseliger Nebel. Wir sind ja hier einfach so quer durch diesen Dschungel gelaufen. Wieder was für unser Spinnen-Dings hier. Naja, gar nichts mehr mit. Nur die Kamelle. Ach toll, wie ein Wind. Komm. Da ist schon wieder so ein Keimer an. Ich weiß, hier gibt es vielleicht noch was zu entdecken. Aber im Moment nicht mit uns. Jetzt will ich nur noch irgendwie zu unserem Schiff. Ein Nickerchen würde ich sagen, damit wir zu Kräften kommen. Was ist das Ding denn jetzt? Schlafen? Achso. Machen wir erst.
Dankeschön. So, dann werden wir mal von dieser komischen Insel hier wegsegeln. Zur nächsten Insel, würde ich sagen. Das ist zurück. Dann so, wenn alles da nicht so wegkommen. Das ist noch eine kleine. Auch nur so eine bekommen. Fallen wird doch. Ein bisschen Medizin herstellen können müssen, was wir hier aufgehört zu rechnen. Den kann ich zerstören. Jetzt sind wir nicht mehr ganz so schwer. Da können wir den ganzen Mist wieder rausladen. Jetzt muss ich noch ein Feuerchen. Können wir uns nämlich Bandagen? Ich weiß nicht. Was soll ich hier machen? Ach, der Blut. Oh, ist voll. Ja, muss man ein bisschen tauschen.
aufräumen hier, sonst kommen wir jetzt mit mehr. Hier ist viel drin. Zeit auch schon bald wieder um. Wir müssen aber, nee, ich glaube, das machen wir anders. Diese Ecke werden wir verschieben. Wir werden erstmal zur Eisenende zurücksehen.
weitermachen. Ich muss da noch ein bisschen Dinge vorbereiten. Ohne Bogen oder sowas, das kann man nicht machen. Also werden wir erst sogar mal zur Büffelinsel zurück. Weil da haben wir die ganzen Dinge, die wir brauchen. Außerdem müssen wir da ja auch mal wieder nach dem Rechten sehen. Ja, alte Heimat. Schildi ist da immer noch. Steht da, ja. Wenn wir erstmal schon mal die ersten Sachen wegbringen. Von hier aus werden wir dann neu starten. Wenn wir morgen weitermachen, dann hier ist auch schon leer. Das können wir alles von hier aus machen. Jetzt müssen wir mal wieder Wasser ansetzen. Ja, sieht doch eigentlich noch ganz nett aus hier, oder? Alles noch heil. War ja auch schon lange nicht mehr hier. Na gut, dann sage ich mit dem Blick auf den, haben wir das schon. Horizont. Den wir im Hintergrund sehen. Wenn es so rot runtergeht, dann sollte er auch im Meer. Sag ich mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ist zwar ein bisschen weniger die Folge, aber ist immer auch nicht so schlimm. Ich bedanke mich beim Zusehen. Wir werden ein bisschen aufräumen, beziehungsweise ich werde jetzt hier gleich noch ein bisschen aufräumen, hin und her räumen und schon mal was vorbereiten für morgen. Dann können wir morgen auf die Schlangeninsel wechseln. Vorher noch immer eine Eiseninsel vorbei. Dann hoffe ich mal, dass wir bald diese blöde Maske kriegen, sonst können wir nämlich nicht weitermachen. Ich weiß nicht, wo die bleibt. Ach, da kann ich auch gleich mal gucken, ob ich die gekriegt habe. Dann, ja, sag ich mal, bis morgen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, nicht, lasst uns hier mal ein Like da. Oder einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich echt darüber freuen. Gut, der Mond ist aufgegangen. Dann sehen wir uns und hören wir uns morgen wieder. Servus. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, eure Tammy. Ciao.